das Halsband hochgeht. Jetzt muss jemand die ganze Sauerei wegputzen. Wenn das euer geringstes Problem ist, na dann, da geht's glaube ich nicht rein. Auf jeden Fall, hier geht's zu Paradise Fall. Direkt vorweg, ich habe hier drin keine Ahnung, ob es hier einen Questweg gibt, weder wie dieser gelöst wird. Von daher, das wird ein fröhlicher Blindteil. Um was geht's? No-Name, Sklavenhändler, hey, genau wie der. Passen Sie besser auf. Ja, wir gucken uns einfach mal ein bisschen um, ob welche Namen haben. Sklavenhändler. Was ist das denn? Wo geht's denn da lang? Das sieht aus wie eine Tür, in die man rein kann. Cutters Klinik. Oh, klingt sehr sympathisch. Wer bist du? Sklavenhändler. Wo geht's hier hin? Länger keine Razzien mehr. Baracken. Also. Doktor. Schlafgemächer. Ich suche Händler erstmal. Das ist gerade die höchste Priorität. Oh Gott, viel zu viel. Das ist ein riesiger Schrottplatz. Ich hab mein Licht aber an, ja. Zum letzten Mal. Es reicht. Bitte. Nein. Ich bin nicht schuld. Ich schwör's. Das war der letzte Fehler, kleiner Barkeeper. Hier drüben! Verdammt, ein Kampf! Wo? Oh mein Gott. Und die lachen. Was soll denn das? Ymir. Hallo, ich bin Ymir. Wo kommen Sie her? Warum haben Sie den Barkeeper umgebracht? Ja, das interessiert mich. Er mischte Wasser in meinen Wodka, um mir mehr Kronkorken abzuknöpfen. Verwässert meinen Drink und will auch noch mehr Geld dafür. Vielleicht ist der nächste Barmann ja nicht so dumm. wo kommen Sie her? Was spielt das für eine Rolle? Wichtig ist doch nur, wo ich bin. Und das ist hier. Ich habe meine Jungen, meine Freunde, einen Haufen Kronkorken und genügend Hochprozentiges. Warum in der Vergangenheit wühlen, wenn die Gegenwart einen anlacht? Ja, schöne Einstellung. Ja, tschüss. Lieber in die Zukunft blicken. Baseballschläger, Ödlandsiedler-Outfit. Mir gefällt seine Rüstung. Beklauen. Nein, hat eh nichts dabei anscheinend. Wer bist du? Jotun. 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 Ist das Ihr Name? Schön, Sie kennenzulernen, Jotun. Ja, ich denke mal, darauf reagiert er positiv. Ich freue mich gar nicht. Was wollen Sie? Das war unerwartet. Was machen Sie hier? Ich sehe zu, dass meinem Vater nichts passiert. Das ist ein ganz schön großer Job. Ah ja, Zeit, dass ich gehe. Bis später. Also sehr gesprächig sind die ganzen Leute ja nicht gerade. Wer bist du? Sie waren doch letzte Woche mit Ymir unterwegs, oder? Irgendwas Gutes erwischt? Nein. Ich kann nicht glauben, dass Grouse sie hereingelassen hat. Okay, wir gucken weiter nach... Ach, der hat auch keinen Namen, denke ich mal. Nach Leuten mit Namen, wollte ich sagen. Oh, Bohem am Stiel. Wieso gefällt mir dieses Bild so? Ist ja widerlich. Also so sieht's ja noch normal aus, aber wenn da eine zweite Kopf ins Spiel kommt, erstmal gucken, was hier ist. Eulogies Bude, denke ich mal, soll's heißen. Gehen wir mal rein. Hau ab, Freedog. So. Wer mag denn hier wohnen? Okay. Ich will jetzt mal nicht sagen, wie das aussieht. Kann ich irgendwie helfen? Ach, hier ist ja jemand. Hallo. Sie möchten sicher gerne bei uns Kunde werden. Ich hoffe, Paradise Falls kann Ihren Wünschen gerecht werden. Wir urteilen nicht, wir stellen keine Vermutungen an. Wir wissen, dass die Welt hart ist und dass jeder selbst zusehen muss, wie er überlebt. Gut, gibt es etwas Bestimmtes, an dem Sie Interesse hätten? Ja, was ist das für ein Ort hier? Ich habe mir überlegt, ein paar Sklaven zu kaufen. Nein, Sie haben da draußen ein paar Kinder, ich will sie haben. Die habe ich noch nicht gesehen. Schon mal daran gedacht, ein paar Kinder in Little Lamplight aufzusammeln. Hier können wir sie auch noch anstiften, oh mein Gott, ich muss jetzt los. Paradise Falls ist hier, wenn Not am Mann ist. Okay, ein toller Slogan, muss man sagen. Das sah gerade zuerst aus wie eine Wackelpuppe hier, verdammt. Was haben wir denn hier für einen Rechner? Hier ist eine Wackelpuppe. Wackelpuppe Sprache. Die Inschrift auf dem Sockel lautet, mögen ihre Worte ihre Waffen sein. Sprache blablabla um 10 erhöht, bringt uns noch nichts. Safe. Ja, den knacken wir mal einfach, machen Quick Save, falls es auf uns losgeht. Nein. Ja, perfekt. Lohnt sich nicht. Lassen wir zu. So, ich denke mal, Hauptterminal. Obwohl, Hauptterminal von Paradise Falls hört sich wiederum groß an. Ja, ich werde ihn erstmal knacken.
Dann gehen wir hier mal wieder die Reihen lang. Da, dann, dann, da, dann, dann. Da. Erlaubnis aufgefüllt. Das bringt uns echt weiter, verdammt. Da. Nein. Hier ist wieder was. Und jetzt können wir auch schon durchklicken. Nein. Ah, korrekt. Safe aufschließen, Geschützturmsteuerung. Passiert nichts. Ja, safe aufschließen. Geschützturmsteuerung, ich sehe hier gar keine. Außerdem wird nur eine, obwohl, bestimmt den nächsten Stockwerk. Ach ja. Was ist das? Paradise Falls nach draußen. Wie bezahle ich Sie? Ach ja. Haben Sie das da draußen gesehen? Sind Sie plötzlich blind geworden? Muss ich meinen blinden Vize austauschen? Sehen Sie sich um. Verstehen Sie, wovon ich rede? Ich verstehe die ganze Situation gerade nicht. Clover und Crimson? Das schon besser. Was zeigen Sie etwas Initiative, bevor ich Sie verschachere und Ihren Job einem dieser Idioten aus dem... Also ich denke mal, das sind diese Sprengbänder und das sind seine privaten Sklaven. Ich wollte kurz mal was loswerden. Was gibt's denn jetzt schon wieder? Worüber ich reden wollte, ist über... Naja, Sie. Wofür bezahlt? Ich komme gerade mit den Dialogen, die Sie hier führen, nicht klar. Ich gehe einfach mal weiter. So, wohin geht's denn da? Die reden alle ziemlich durcheinander. Außerdem stand dieser Forty irgendwo anders, habe ich das Gefühl, als er eigentlich stehen hätte sollen. Auf jeden Fall, wir gucken uns ein bisschen hier um. Hallo, Wareham. Hi. Hallo Sklaven, Sammy. Hey, Sie, können Sie uns hier rausholen? Vielleicht. Mit wem habe ich die Ehre? Ich bin Sammy und komme aus Little Lamplight. Ich und Squirrel und Penny, wir gehören hier nicht her. Wir müssen nach Hause. Sie müssen uns helfen, hier rauszukommen. Wieso sollte ich helfen? Was habe ich davon? Wie komme ich hier raus? Ja, das ist auch nicht schlecht. Keine Sorge, ich habe einen Plan. Verzieh dich, Kleiner. Ja, ja. Hören Sie, wir gehören hier nicht her. Wir wohnen in Little Lamplight. Schon mal davon gehört? Nee, noch nie. Ja, hab davon gehört. Wir müssen hier raus und zurück nach Hause. Und zwar sofort. Also müssen Sie uns helfen, okay? Wie komme ich hier raus? Können Sie nicht einfach alle erschießen? Was Besseres fällt dir nicht ein? Hast du keine anderen Ideen? Ja, das würde mich auch mal interessieren. Vergiss es, ich kann es nicht mit allen aufnehmen, doch schon, nur es dauert extrem lang und ist nervend aufreibend. Ja, hast du keine anderen Ideen? Naja, ich meine, Squirrel glaubt, er kann in den Computer hier einsteigen und die Halsbänder abschalten. Squirrel kennt sich mit Computern aus. Sie wissen nicht, dass er diesen hier repariert hat. Aber er ist, nicht mit dem Netz verbunden oder so. Warten Sie einen Moment, ich hole Squirrel. Er kann Ihnen sagen, was zu tun ist. Naja, aber ich bin jetzt mal gemein und sage Cliffhanger.